Alle Parteien rüsten sich für die Landtagswahl am 26. September. Die KPÖ, die Liste 3 der kommenden Landtagswahl, lud am vergangenen Samstag nach Voitsberg zu Grillkoteletts, Würstel, Mehlspeisen und Getränke. Warum sind Sie zu uns in den Bezirk Voitsberg gekommen heute ganz speziell? Heute bin ich zum Gartenfest gekommen, aber man muss dazu sagen, Voitsberg ist ja für mich ganz ein spezieller Bezirk. Nach unserem Einzug in den Landtag 2005 haben wir uns überlegt, wo müssen wir hin, wo haben wir viele Stimmen gehabt, wo gibt es Menschen, die offensichtlich nach einer Alternative suchen. Und wir haben vor 5 Jahren angefangen, unser Büro sozusagen wieder neu zu eröffnen, zu besetzen, einmal in der Woche. Mittlerweile ist es 2-mal in der Woche. Wir bieten hier Sozialberatungen an und ich bin auch regelmäßig einmal im Monat hier. Auch mit unserem Sozialfonds und ich glaube, da ist es wichtig, dass die KPÖ auftritt. Im kleinen Kreise wurde die Landtagsabgeordnete, Klubobfrau und Spitzenkandidatin der KPÖ Steiermark in Voitsberg herzlich empfangen. Ist es für Sie schwierig, die Nachfolge von dem bekannten Herrn Kaltenegger anzutreten? Natürlich ist es schwierig. Ernst Kaltenegger war sicher der bekannteste Kommunist weit über unsere Grenzen hinaus. Aber ich muss sagen, gerade die Gemeinderatswahlergebnisse in der Steiermark, die haben mich sehr positiv gestimmt. Wir haben insgesamt unsere Mandate verdoppelt. Wir haben zusätzlich zu einem Stadtrat in Leoben eine Stadträtin in Quittelfeld dazugewonnen und stellen erstmalig in unserer Geschichte auch eine Vizebürgermeisterin. Und das sind Dinge, wo ich sage, da sehen die Menschen schon, dass wir eben gute Arbeit leisten. Und ich hoffe, sie sehen das auch für die Landtagswahl und geben uns ihre Stimme. Für diesen Wahlauftakt in Bezirk Voitsberg wurde auch ein chilenischer Musiker mit bereits festem Wohnsitz in der Steiermark für das Rahmenprogramm engagiert. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, würden Sie eine Regierungsbeteiligung eingehen? Nein, also ich glaube, diese Frage stellt sich eigentlich nicht. Ja, also wichtig ist für uns, dass wir weiterhin gestärkt im Landtag sind, damit wir unsere Themen fortsetzen können. Weil wir sind diejenigen, die das gehalten haben, was wir vor der Wahl versprochen haben. Wir haben jenen eine Stimme gegeben, die sonst nicht gehört werden. Wir haben Themen eingebracht, die andere nicht interessieren, Spielsucht zum Beispiel. Und wir werden das auch weiter tun. Also für uns wird das Thema Arbeit und das Thema Sozialpolitik weiter eine große Rolle spielen. Also eine Mindestsicherung, die ihren Namen verdient, wird es mit der KPÖ geben. Eine andere nicht. Und da kommt es immer darauf an, was haben denn die anderen für Konzepte. Welche Wahlversprechen haben Sie explizit für den 26.? Also wir sagen, wir sind genauso hin weiterhin für die Leute da und vor allem wir arbeiten mit ihnen zusammen. Ja, also wenn die Menschen zu uns kommen, dann übernehmen wir deren Probleme und gießen die in Anträge und versuchen da Änderungen herbeizuführen. Ja, also Mindestsicherung halte ich weiterhin für einen Schwerpunkt, wo ich sage, da müssen wir wirklich schauen, dass sie ihren Namen verdient und das Thema Arbeit wird da ganz, ganz wichtig sein und wir werden weiterhin für ein Glücksspielgesetz kämpfen, das in Ordnung ist, beziehungsweise für das Verbot des kleinen Glücksspiels in der derzeitigen Form uns einsetzen. Und wie verfolgen Sie Ihre Konkurrenten mit? Naja, ich denke mal, die sind ja sehr laut zum Teil und bin ja auch immer wieder bei gemeinsamen Podiumsdiskussionen eingeladen. Also ich denke mal, es gibt halt nicht viel Neues. Für uns ist es wichtig, dass wir sagen, die KPÖ ist anders. Ja? Alle anderen haben sich mit dem bestehenden System ja arrangiert. Und ob jetzt rot oder schwarz vorne sind oder ob jetzt die Grünen mitmischen oder nicht. Also ich merke einfach, das ist völlig egal, wer etwas anderes haben will und wer vor allem links haben will, der muss KPÖ wählen. Und was erwarten Sie sich für die Landtagswahl? Also ich hoffe, dass wir ein ähnlich gutes Ergebnis erzielen können wie 2005. Ich habe mittlerweile heraus sehr viele persönliche Kontakte und ich glaube, dass die KPÖ weiß, wo die Menschen hier der Schuh drückt. Wir setzen uns für sie ein und wir sind für sie da und sie können jederzeit zu uns kommen.